So, und weiter geht's hier bei die Pferdebande. Ich weiß schon überhaupt nicht mehr, was meine Mission ist. Wir wollten ausreiten, weil wir so gestresst sind von diesem ganzen Utensilien-Gedönse-Krams. Von dem ganzen Gedönse. Wir reiten hier einfach mal so wild durch die Prärie, Walachei, Wald. Und die... Oh, guck mal, da steht ein Baum auf der Straße. Oh, es wird geladen. Also auf jeden Fall ist das so ein Typ und der verprügelt irgendwelche Pferde. Da haben wir doch den Zeitungsartikel gesehen und deswegen müssen wir hier ausrücken. Ne? Quasi die Taskforce der Pferdebande bestehend aus mir, Ron und Harry. Okay, muss ich links geradeaus? Wohin muss ich? Ja, sie scheinen beide unentschlossen zu sein. Mit ihren Eichhörnchen. Ich würde mal sagen, geradeaus. Oder? Guck mal, man kann ja auch so querfeld ein. Das ist natürlich schön. Gut, dass das geht. Das ist alles eingezäunt. Jetzt frage ich mich natürlich, warum zäunt man so einen Bereich ein? Also, obwohl der ja nur Wiese ist. Das macht nicht viel Sinn, das einzuzäunen. Und das hier zu trennen von dem Feldweg. Es ist ja auch keine befahrene Straße irgendwie, sondern nur so ein... Und dafür, dass es ein Feldweg ist, ist ja ganz schön riesig, oder? Oh, ist halt nur als... Ja, Service für die Reiter. Damit die mit ihren breitärschigen Pferden mehr Platz auf dem Weg haben. Und so. Eine ganz schön lange Strecke, ganz schön lange Riesenkurve hier. Und da vorne fehlt ein Brett. Das ist aber interessant. Ich glaube, das ist aber nur ein Style-Element. Ich glaube nicht, dass das was zu bedeuten hat. Wir reiten einfach mal durch. Seht ihr das, meine ich? Hier wurde manipuliert. Ja. Wir sind immer noch im Galopp. Folgen mir meine Gehilfen eigentlich noch. Oh Gott! Boah, mit ihrem dreckigen Auspuff. Wie können sie es wagen, die Schweine? Da ist das Pferd kurz gestiegen. Muss es beruhigen. Ich beruhige es lieber nochmal. Ganz ruhig. Ja, ja, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Hey, die spinnen ja wohl. Der Wald ist doch keine Motocross-Rennstrecke. Es war vor einer halben Minute. Zum Glück ist Harry. Käffchen ein liebes Pferd, aber sie hat sich ganz schön erschrocken. Ja, Käffchen hat sich erschrocken. Die beiden hatten es ja eilig. Lasst uns mal nachsehen, wo die hergekommen sind. Einholen werden wir die sowieso nicht. Hier muss doch irgendwo ein kleiner Nebenweg sein. Ja, ja, die sind von rechts aus dem Wald gekommen. Und ihr seid echt, also die Gesichter sind wirklich richtig ekelhaft. Komm, wir piesen hier einfach mal rein. Aber volle Ladung. Da, sie waren hier. Oh, sie haben ganz viel Müll gemacht. Immer dieser Müll im Wald. Oh nein, diese Bierdosen, diese Unholde. Und Zigarettenpackungen. Wenn die beiden und Typen Zeitschriften. Das war, ich will nicht wissen, die was für welche. Umweltverschmutzung anzeigen. Das ist ja katastrophal. Der Wald ist doch keine Müllkippe. Genau. Es ist typisch, so junge Mädchen, Kinder, die wollen immer gleich jeden anzeigen. Du bist wie immer viel zu stürmisch. Wie wollen wir das denn beweisen? Identitätsdiebstahl, ich zeig dich an. Du und hast auch, mein... Dafür spricht, dass sie es was waren, ist ich? Das ist mein Profilbild Beweise. Geklaut. Ich zeig dich an. Natürlich hat unsere schlaue Caroline wieder mal recht. Mein Hufeisen hängt jedenfalls schon gewaltig schief. Umweltverschmutzung ist auf alle Fälle ein Verbrechen. Aber wir müssen jetzt Beweise sammeln. Am besten wir machen zuerst Fotos von dieser Stelle hier. Das wäre dann der erste Beweis. Einer von uns muss die Polaroid-Kamera von Schmidtchen holen. Das mach ich. Ich bin schon weg. Oh Gott. Ich find's ein bisschen lustig, dass er gerade den Geheimspruch gesagt hat, den sie eigentlich nur verwenden, wenn jemand anders dabei ist und nicht erfahren darf, dass sie gerade irgendwas ermitteln. Und er sagt's trotzdem. Das finde ich ein bisschen peinlich von dir, Ron. Also wirklich. Das ist wirklich, Ron, ich muss sagen... Wow, muss ich zu Schmidtchen? Woher muss ich zurück zum Gestüt? Oder muss ich da lang? Steht mir das irgendwo? Schmidtchen hat... Auf dem Gut, okay. Ah ja. So. Und ab. Los, Ron. Oder darf ich jetzt ja wieder 3,5 Stunden dahin reiten? Kotzbrech.
Ekel. Und das Ganze alleine. Und Ron lässt einfach die Girls jetzt alleine da im Wald. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Mit dem ganzen Bier und so. Mit dem ganzen Müll. Sie hätten sich zumindest einen Müllsack oder sowas. Vielleicht sollte ich den auch mitnehmen. Dann könnte man das da mal... Weil, also sie... Ach nee, sie wollen sie erst dokumentieren. Und danach bestimmt aufräumen, ne? Ich meine, okay, aber dann... Ich meine... Ist ja auch nicht ihre Aufgabe, den anderen Müll hinterher zu räumen, aber sonst macht's niemand, glaube ich. Das ist jetzt halt natürlich die Frage, ne? Was ihr da machen würdet. Wir hatten die Diskussion, glaube ich, schon mal bei Wendy, der große Preis von Rosenborg. Da gab's, und bei Wendy irgendeinem anderen, da wird immer Müll überall verbreitet. Immer gibt's irgendwelche Müllsünder, die ihren Müll einfach wild in der, und im Sattelclub gab's auch die Mülldebatte. Guck mal, das ist ein wiederkehrendes Ereignis in Pferdespielen, dass jemand irgendwo seinen Müll liegen lässt und dann wegbraust. Meistens mit einem Fahrrad oder einem Motorrad. Naja, das sind schon ganz üble Burschen immer, diese Vandalen. Guck mal hier, so ein Blümchen. Wieso sind da Blümchen? Nirgendwo anders sind hier irgendwo Blumen, aber da ist so ein komisches Ding Blümchen. Da hat sich so ein Entwickler gedacht, oh, da mache ich doch mal ein bisschen Blümchen hin. Wenn wir schon sonst nirgendwo welche haben, dann hier. Zumindest. Weiße Stute in Gefahr. Mensch, Schmidtchen ist ja gar nicht da. Scheiße. Er fährt ja Herr Mertens nach Lübeck zum Bahnhof. Wie komme ich jetzt bloß an die Kamera? Ich kann doch nicht so lange warten, bis er wieder zurück ist. Ja, dann dringen wir in seine Wohnung ein und dann holen wir uns einfach die Kamera. Komm, wir fragen mal Birte. Aber Birte wird hier noch gerade Stunde geben, oder? Birte! Birte, die macht wieder Zauberübungen hier. Entschuldigen Sie die Störung, Frau Mertens. Aber ich muss Sie mal dringend etwas fragen. Komm, was ist denn, Philipp? Das ist unheimlich. Du weißt doch, dass ich beim Reitunterricht nicht gestört werden möchte. Ich weiß, es tut mir leid. Aber ich muss dringend mit Schmidtchen sprechen. Er hat doch kein Handy, weil er diesen neumodischen Kram angeblich nicht braucht. Was mache ich jetzt nur? Dann ruf doch meinen Mann an. Der hat sein Handy dabei. Wenn du Glück hast, ist er noch nicht im Zug nach Kiel und kann Schmidtchen etwas ausrichten. Du solltest dich aber beeilen. Danke, Frau Mertens. Ich bin schon weg. Jetzt dengeln mir natürlich hier derbst die Kirchenglocken im Hintergrund in die spannende Geschichte rein. Ich hoffe, es ist nicht allzu nervtötend und störend für euch. Kirchglocken. Kennt ihr das? Das ist so ein Ding, Kirche. War da schon mal? Das ist dieses hohe Haus mit diesem komischen Türmchen, da wo sonntags immer alle reinlaufen. Nein? Da sind so Glocken drin, die machen immer Ding-Dong. Nein, kennt ihr das noch? Kirche? Nein? Nee, ich mache jetzt keine blöden Kirchenwitze. Okay, wo soll ich reingehen? Ins Wohnhaus und benutze das Telefon. Ich gehe hier mal rein. Das ist doch das Wohnhaus. Sollte vielleicht absteigen vorher. Ich steige mal ab. Sehr schön, wie er grinst. Der Philipp. Der Ron, natürlich. Sorry. Schön gebautes Haus, das sollte ich unbedingt den Sims nachbauen. Das ist so eine Wohltat, dieses Augenweide-Haus. Wo ist das Telefon? Dort. Hallo? 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 Ach, ich muss eine Nummer wählen. Okay, ich hätte jetzt... ich rufe mal die Familie Wildhagen an. Mal gucken, ob da jemand rangeht. Hallo, Familie Wildhagen? Geht keiner ran. Notarztzentrale? Ha, Leitung scheint tot zu sein. Wir sollten eine Störung bei der Deutschen Telekom melden. Warte, Mertens, Harald. Handy. Komisch, das sind nur... Es sind nicht so viele Nummern eingespeichert. Jetzt, das wählt er aber. Es scheint wieder zu funktionieren. Hallo? Hallo? Ah, scheint nicht da zu sein. Hallo, Mertens hier. Ah. Hallo, Herr Mertens. Hier ist Philipp Wildhagen. Ist Schmidtchen noch bei Ihnen? Ich bräuchte mal dringend seine Polaroid-Kamera und kann auf keinen Fall warten, bis er wieder zurück ist. Na, da hast du aber Glück, Philipp. Wir haben gerade den Wagen geparkt und wollten aussteigen. Ich gebe dir mal Schmidtchen. Aber mach es schnell, sonst verpasse ich noch meinen Zug. Hier, Schmidtchen, für dich. Wie? Wo muss ich hier reinsprechen? Was ist das bloß für ein kleines Telefon? Ich höre ja gar nichts.
Muss ich irgendwo drücken? Hallo? 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 Hallo Schmidtchen, hier ist Philipp Wildhagen. Ich habe nur kurz eine Frage. Kann ich deine Polaroid-Kamera ausleihen? Wir haben eine üble Umweltverschmutzung im Wald entdeckt und müssen schnell Beweisfotos machen. Bitte, bitte, Schmidtchen, kann ich die Kamera haben? Philipp? Ja, ich kann dich tatsächlich hören. Es rauscht aber so komisch. Hm? Na gut, du kannst die Kamera haben. Die liegt irgendwo in der Sattelkammer rum. Oder war es in der Futterkammer? Musst du halt mal suchen. Ach ja, ich weiß nicht, ob noch ein Film drin ist. Ich hatte aber noch einen gekauft und auch irgendwo dahin gelegt. Danke, Schmidtchen. Bis nachher. Ja, das hätte ich jetzt auch selber rausfinden können, dass sie irgendwo liegt. Was ist das bloß für ein kleines Telefon? Also dieser neumodische Kram ist nichts für mich. Herr Mertens, hier, nehmen Sie das mal zurück. Okay, gut. Ja, auflegen. Schön, alles klar. Also irgendwo liegt die Kamera und irgendwo liegt auch ein Film dazu. Dann würde ich sagen, gehen wir das mal suchen. Ich gehe mal hier raus. So. Und gucken wir mal. In der Sattelkammer oder in irgendeiner anderen Kammer. Gehe ich da zu Fuß? Ja, komm, Philipp, der läuft so schön schnell. Jawohl. Sprint, Philipp, sprint. Kann ich auch so rückwärts irgendwie? Ich laufe rückwärts wie Michael Jackson. Wow! Okay, der Hund ist etwas aggressiv, wahrscheinlich, weil ich so behindert rückwärts rumlaufe hier. Das gefällt ihm nicht. Na, siehst du, wird er schon ganz... Na du? Oh, und nicht beißen. Robohund böse, bitte anständig laufen. Nicht rückwärts gehen. Nicht, bleiben Sie sofort stehen. Sie werden gebissen. Oh, was hat er denn? Er will mir irgendwas zeigen. Schau, kaum laufe ich vorwärts, sitzt der Hund. Gehe ich rückwärts, bewegt sich der Hund auch. Das ist eigenartig. Schon, da macht er so ein Dreh... Hallo? Was macht er da? Ach, schau, wenn ich vorwärts laufe, bewegt er sich kein Stück. Aber kaum laufe ich rückwärts, bewegt er sich auch nicht. Doch, dann fängt er wieder an zu laufen. Ach Gott, er verfolgt mich. Er will mich fressen. Ich muss flüchten. Der Hund ist der Killer. Er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr unheimliches Wesen, dieser Hund. Oh ja. Ich könnte auch hier rückwärts laufen. Aber das sieht nicht so lustig aus. Ich lasse es. Man muss auch immer so mit abgespreizten Händen, ne? Wisst ihr. So, nachdem das Spiel gerade abgekackt ist, also ich konnte da natürlich nichts dafür, sondern das ist von ganz alleine abgeschmiert. Es liegt nicht daran, dass ich irgendwie wild die Tasten gedrückt und gehämmert habe. Oh Gott, der Hund greift mich an. Er hat gerade tatsächlich gebellt. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Und das, obwohl ich nicht rückwärts gelaufen bin. Oh Gott, er kommt immer näher. Er kommt direkt auf mich zu. Oh Gott. Nein, Hilfe. Der Todeshund. Ladebalken. So, und jetzt gucken wir mal, in welchem... Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder das Spiel kaputt mache. Ja, und man muss immer springen. Das ist wie bei Minecraft. Hier, die Arme. Hier. Reiterstübchen. In der Futterkammer sollte... Ah, das ist der Film, hä? Poraloid. Poraloid. Fehlt bloß noch die Kamera. Das ist ja geil. Der Poraloid-Film, kennt ihr nicht? In der Sattelkammer könnte da die Poraloid-Kamera, da liegt sie doch. Hier ist die Kamera. Ja. Den Film habe ich ja schon gefunden. Habe ich schon. Ich lege ihn gleich ein und reite zurück zum Wald. Okay, dann könnten wir noch einen Sprint einlegen vielleicht. wenn wir dann schon, ne? Da könnten wir dann noch mal einen Sprint einlegen, nicht? Ja. Das wäre gut, das wäre auf jeden Fall ein kapitaler Sprint zurückzulegen. Wäre eine gute Idee. Hund, bebelle mich nicht. Wo ist mein Pferd? Ich muss schnell, ich eile. Ich muss mich ganz arg beeilen, hier zurück in den Wald zu kommen. Ich laufe am besten rückwärts. Der Hund verfolgt mich schon wieder. Wieso macht er das so? Der Hund ist total unheimlich. Ja, guckt euch mal die geile Sprintanimation an. Aber wenigstens guckt er immer mit dem Kopf.
Der Hund verfolgt mich echt die ganze Zeit. Oh Gott, ist das unheimlich. Schnell weg, Pferd. Der Hund, er will uns töten. Oh Gott, der Hund. Der Hund. Und los. Schnell. Schnell wieder, wenn reisen wir hier, reiten wir auf unserem Haflinger durch den, durch Zeit und Raum quasi. Eine weiße Stute ist in Gefahr. Bislang habe ich noch keine weiße Stute gesehen, aber wir werden sie schon noch irgendwann entdecken. Komm, wir reiten hier total crazy durch den Wald, weil das so abgefahren ist. Schau, was wir für abgefahrene, ne? Das ist schon ganz schön derb, was wir hier machen für Sachen im Wald.